Chat, da sehe ich uns. Bisschen, ne? Was anderes mal. Und zwar reagieren wir auf Battle Rap Best of Punchlines, Diltily von Cynic. Ist das, reagiert Cynic da auch drauf? Nee. Da gehen wir mal rein. Ich bin ja auch so ein, also, ne, ich bin nicht mehr so da drinne. Aber ich habe eine Zeit lang wirklich alles geschaut. Damals Rapper Mittwoch, dann Diltily. War da wirklich absolut drinne. So gefeiert. Und da gibt es schon ein paar sehr, sehr nice Sachen. Da gehen wir mal rein. Mal gucken. Könnt ihr mal auch in die Kommentare schreiben, ob ihr darauf Bock habt, dass wir uns da ein bisschen mehr zu reinziehen. Battle Rap finde ich halt sehr, sehr geil. Und auch oftmals sehr funny. Kann man sehr viel lachen. Ja, vielleicht kommt es ja auch bei euch ganz gut an. Let's go. Lied. Wenn du hier was riskierst, du bist keine Diltily-Legende, du bist das Mittier der Mittiers. Wisst ihr, der Typ ist schon so lange mit hier, darüber Witze zu machen ist schon fast taktlos. All seine Gegner zogen an ihn vorbei, er ist wie das Kind im Bällebad, das niemand abholt. Der Chor macht Auge. Und ich mach's genauso wie die MCs vor mir. Um zu zeigen, dass ich's drauf hab, wird erstmal Robin zerfickt. Aber nein, das hier wird kein Hollywood-Shit, in der man eine Bestie bekämpft, die deine Knochen zerbricht, um zu zeigen, dass man ein Warrior ist. Nee, das hier ist mehr so, klick alle Bilder mit Straßenschildern an, um zu zeigen, dass du kein Roboter bist. So krass, Digga, warte mal. Du hast Wahnvorstellungen, das geht ja gar nicht klar. Meine Freunde sehen meine Gegner und fragen nach. Yo, Digga, Tim, ist das jetzt Battle Rap oder ein freiwilliges soziales Jahr? Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Shit, diese perverse Ziege. Ey, die Alte ist so hässlich, da zerspringt sogar der Meeresspiegel. Diese verkackte Braut hat so viel Hack im Bauch, sie muss jeden Morgen um 7 scheißen. Doch steht es um 8 Uhr auf. Alter, nicht ich, ey. Aber Mars B gibt sein Comeback. Mars B. Mars B feier ich. Yeah! Der Killer im Game. Das ist... Ich weiß nicht, wie ich Kato finden soll. Ich finde Kato ist diese überaggressive Art immer so, finde ich nicht so, catch mir nicht so krass. Dein drittes Match in Obwohl Mars B eigentlich ähnlich ist, ne? Monaten, chill mal dein Leben. Aber die haben dich vermisst, was hast du Scheißhund gemacht? Ich war währenddessen hier und habe Leistung gebracht. Ich habe auf die Battle-Szene so einen Einfluss gehabt, wegen meinem Diss hat Eminem ein gutes Album gemacht. Afrikaner gegen Asiaten. Digga, mach hier bloß keinen Schwanz verdreht. Boah, die kenne ich auch. Die ist krank, Digga, die Leiden. Denn es geht hier um die Ehre, um geistige Überlegenheit. Ich muss es dir erklären. Lieber habe ich ein großes Gehirn warte, und es geht hier um... Warte. Afrikaner gegen Asiaten, Digga, mach hier bloß keinen Schwanzvergleich, denn es geht hier um die Ehre, um geistige Überlegenheit, ich muss es dir erklären. Lieber habe ich ein großes Gehirn, um dich jetzt hier zu lehren, denn ein großer Penis kann dein Kontinent bis heute nicht ernähren. Sagt er einfach so. Kommt ein Einbeiniger in den Schuhladen und meint, er hätte gern Flipflips. Verstehst du nicht, ne? Ist so hoch für dich, so wie ein Tisch, Bitch. Feier ich so, wie ein Tisch, Bitch. So auf ganz lässig. Aber Digga, ne? Komm, Buddy, ne? Bist jetzt auch nicht viel größer. Verstehst du nicht, ne? Ist so hoch für dich, so wie ein Tisch, Bitch. So hoch für dich, so wie ein Hängeschrank. So hoch für dich, so wie eine Fensterbank. Am Kippenautomaten kauft er immer nur Peter Stäubesand, denn da kommt er mit den Händen dran. Beste fand ich aber die Eyeline von Dr. Dave. Ich hoffe, die kommt noch gegen Duff, Duff. Oh. Ist das die? Was ist das für ein Spasti? Der Typ gehört ins Heim. Digga, du bist kein Wunschkind. Du bist ein überhörtes Nein. Oh, Digga, allein. Das ist böse. Ernsthaft, du fickst mich in meiner eigenen Heimatstadt, machst mich mit, Banger, Bälle. Mit deinen zweitklassigen also, Reimenblatt, brätst mich in meinem eigenen Saft und schickst mich heim in einem Leichensack. Nein, du Spaß. Junge, es gibt nicht viel, was ich mit dir gemeinsam habe. Das Einzige, was ich an Bayern mag, ist Kaiserschmarrn und der neue Beamer, der an meiner Einfahrt parkt. Und ja, ich weiß. Kaiser Schmarrn ist größtenteils aus Österreich, aber ich gebe einen Scheiß, ich hab's trotzdem gesagt, weil sich's böse rhymt, Mutter. Ja, Mann. Feier ich. Er feiert sich nicht mehr so scheiße von dir wie am Anfang tat ich harmlos auf dich wirken. Ja. Das tatest du. Und das tust du. Voll der Lars-Fake. Ach, Bruderherz.
hat ein Battle gesehen, der Mann. Von Lars Unlimited gegen Job Dynamic. Und meinte er, ja, ach komm. Das tatest du. Und das tust du immer noch. Weil du sehr schlecht rappen tust. Und wen willst du hier beeindrucken, wenn du selbst die Grundregeln der deutschen Grammatik brechen tust? Ich finde Fabi nicht so doof. Du hast offensichtlich hart zu kämpfen mit Artikulationsproblemen. Deswegen. Ey, auch wenn ich schon ein paar Karten einzeln, aber sonst Papi Schlauch. Ich bin nicht so mein Kälter. Und du hast offensichtlich hart zu kämpfen mit Artikulationsproblemen. Deswegen sagten dir die Logopäden, du sollst langsam und gehoben reden. Könnte so dein Schuh sein. Das Paar sich verdient. Farmen. Ich find's bei Davy so Hallo, bin ich offline? Nee, ne? Ich find's bei Davy so schade, Digga, dass der immer so viel choked und unvorbereitet ist. Er hat eigentlich so eine krasse Attitude, so. Aber die meisten Battles von ihm muss man einfach mal skippen. Muss man da ja machen. Industrie. Oh. Sag mir, Mäus, wie kann es sein, dass ihr euch mit dem Leid der Menschen eine goldene Nase verdient? Verseucht mit Monsanto-Produkten, die Menschheit macht sie krank, damit bei euch das Bare einfließt oder ihr findet Medikamente gegen Krankheiten, die es gar nicht mal gibt. Ihr spielt mit der Sorge von Eltern, propagiert Impfungen gegen Kinderlähmung und Tetanus, doch das ist alles Fake-Shit. Stattdessen gibt es Quecksilber und Aluminium in den Adern kleiner Babys. Ja, es geht nur ums Pilz und Cash, nur um das verfickte Geld. Ihr sitzt in euren Laboren, schafft irgendwelche Epidemien und lässt sie ausbrechen in der dritten Welt und werdet dann reich. Und werdet dann reich durch Antibiotika und Virustratika. Das Resultat ist dann Ebola und Malaria. Und warum sonst ist die Wurzel aller tödlichen Krankheiten immer in Afrika? Ich kann euch sagen. Benno Rapper bumsen können wir beide. Würde Davy immer so performen, der wäre so ein krasser Battle Rapper. Aber meine Lines schnippen die Kippe danach in die Nacht und entschwinden melancholisch pfeifend durch den Fahrradkeller. Deine Lions haben ihre Zahnbürste mit, bleiben bis zum Frühstück und fragen, sagst du die oder das Nutella? Du bist ein dümmlicher Bengel, ich brauch nur 2 Minuten mit dir reden und hab 5 neue Engel. Allein wie künstlich du actest. Mann, das stört schon extrem. Wie ein Reptiloid, der noch nicht weiß, wie man den neuen Körper bewegt. So ein Damage-Falsch. So fahrig, so verklemmt, so ein richtiger Neurotiker. Der Mund schreit Bars, der Rest schreit, ist bei mir der Ofen an. Ey, weißt du, warum Top-Tiere ungern gegen Newcomer antreten? Weil man es als unbeschriebenes Blatt immer leichter hat. Du brauchst hier bloß eine drittklassige Cynic-Anspielung zu bringen und die Leute feiern das. Ey, wenn Jarambo zu mir sagt, ist ein bisschen hart, oder? Ja, dann kennt das jeder. Ey, wenn Zetschke zu mir sagt, Gegenfrage, du Penisnase, stört dich, wenn ich meine Regel habe? Ja, dann kennt das jeder. Aber wenn ich zu dir sage, ich bin der Pfadfinder im Schlafzimmer, dann bleibt die Masse halt stumm. Ich meine, das hast du auch nie gesagt, aber genau das ist mein Punkt. Ja, warum kriege ich auch sehr amber. Also worüber wird Hip-Hop Henry heute rappen? Das ist crazy. Ich bin halt nicht so up-to-date aktuell. Das ist crazy. Der ist, glaube ich, auch aktuell voll der Macher geworden, ne? Ey, du bist so individuell. Dein Hobby ist Freunde treffen. Du bist immer verkrampft und wirst nur dauernd vernünftig. Dein Auftreten künstlich, Hauptsache du bist sauber und pünktlich. Doch erledigst du dann fleißig deine Aufgaben gründlich, kreist über dir eine fette Taube mit Dünnschiss. Mann, wenn ich on fire bin, kann man ihn heulend erleben wie Feuersirenen. Und nach dem Junkers Part wird die Junction Bar dem heutigen Festsaal Kreuzberg ähneln. Brian, der immer on fire. Jeder Mann wäre mit deinem Leben komplett unzufrieden. Denn Jerem Sieg kann uns bei der Heubach die Mann in Nummer schieben.
Doch ich hab Mitleid mit dir, denn Sex bleibt nicht nur eine Fantasie. Denn du bist weder optisch attraktiv noch maskulin. Doch ich bin, weiß Gott, kein Unmensch und deswegen hab ich noch ein Geschenk für dich, bevor du Bastard stirbst. Das hier sind die einzigen Titten, die du mal aus nächster Nähe betrachtest. Das ist ein Banger, sag ich. Yo. Und ich garantiere schon mit dem ersten Part wird Rob zerstört. Du abgefuckter Broker-Nerd. Digga, dein bestes Kleidungsstück ist dein Abi-Motto-Shirt. Natürlich auch. Mich auch alle gehen. Reaktion, ne? Dicker bei deinem magersüchtigen Anblick platzt. Die Battles, Mann, das waren so krass, Malimo gegen Hansen. Sogar Kate Moss for Night. Ey, Dicker, Moment mal. Dich Dicker zu nennen ist echt paradoxer Scheiß. Ich nenn dich anders, ich nenn dich dünner. Pass auf, Dünner. Check dich selbst, dein abgezehrter Körper und dein pepzerfressenes Drecksgesicht. Wenn ich ein Schwarz-Weiß-Foto von dir schieße, sieht das aus, als hätte ich's im KZ geknipst. Ich finde, Miley ist, hat er den so zerlegt. Ein Tobias pöbelt diesen Ilhan von der Seite an. Auch ein geil. Tobias schert nicht alle Ilhans über einen Kamm. Ein Tobias führt dich vor und das wird monumental. Ein Tobias zeigt dir Trottel deine Doppelmoral. Denn auf der einen Seite stehst du für die Revolution mit Bandana in der Fresse auf einer Demonstration. Auf der anderen Seite gibt es dich als Facebook-Person, wo du tatsächlich so weit gehst, mir auch mit Schlägen zu drohen. Und ich habe da mal eine Frage. Machst du sowas nur, weil ich einen Allmann-Namen trage? Ha? Weil ich aus einer Kleinstadt komme, einer schönen kleinen Dorfgemeinde? Sag mal, Ilhan, hast du etwa Vorurteile? Und ein Stück drauf. Weiß ich aus eigener Erfahrung. So, ich habe auch nicht so viele... Oder das Battle war auch so brutal. Gospel hat Merlin so bloßgestellt, das war so widerlich. Der arme Merlin. Haare, aber das ist nicht tragisch, aber du bist unansehnlich und unsympathisch. Erinnerst mich an Charlie Brown, weil in deinem Kopf gefühlt nur ein Haar ist und Digga, du bist nicht der Große, nur weil du kahl bist. Und während man diskutiert... Ja, musst du ein bisschen ziehen, ne? Sag ich euch, wie wir das machen. Ich zitiere mal ein paar von seinen Lines und ihr versucht dann nicht zu lachen. MC Mike. Also es gibt auch keinen größeren Vietnam. Imagine, du fängst an zu rappen, man nennt sich einfach MC Mike. Oh, MC Mike. Kein Front, Digga, aber der Name, der Bruder. Schwer ist auch fast nicht zu machen. Pass auf. Ganz einsam, Platz ist, naja. Der rein zu Sachen wie... MC Mike, Alter, eine Zeile reicht und jeder Verbrecher meldet sich freiwillig beim Zoll. Digga, kannst du mir erklären, was die Spastis da wollen, Alter? Ich meine, wollen die da ein ausländisches Kennzeichen anmelden oder nur ein Paket von Übersee abholen? Was du meinst, sind die Bullen, Alter. Ist doch egal, Alter, aber das wird immer wacker. Der sagt auch so Sachen wie 7 bis 8 Minuten, um das zu checken. MC Mike, ich rappte 7 Jahre wie verrückt, ohne was zu essen. Am Stück, Brudi? Das ist lebensgefährlich. Aber ein Hustler, der MC Mike. Aber eigentlich wollte ich ja gar nicht sowas bringen. Ich wollte eigentlich ein fettes Mario Kart-Ski machen, wo ich irgendwelche Sachen sage, wie, dass ich wie ein Kugelwilli bin, weil ich alles auf meinem Weg zur Spitze zerfetze. Aber dann dachte ich mir, was soll ich einem Typen über Mario Kart erzählen, der sich sogar von einem Pilz bremsen lässt? Ja, man kann verstehen, der hat mich gegen den Pilz gebettelt. Wenn ich meinen Stift spitz, dann heißt das immer noch, ich gucke im Schneidersitz kiffenden Zeichentrickfilm. VT trimmt sich, joggt auf der Metaebene an mir vorbei, während an meiner Bude vorbei, während ich drin sitze, sieht Licht, erkennt das Flimmern vom Bildschirm und als sich unser Blick trifft, schreibe ich mit meinem Finger auf die von Mikeshs Atem beschlagene Scheibe, fick dich! Fängerlein, auch so geil. Richtig geil, richtig geile Darstellung für euch.
Die war echt dope. Kann man sich das nicht vorstellen. Magic. Ist dir das nicht peinlich? Magic, auch so dope. Aber wenn ich mal so genauer hinschaue, da bin ich fast schon neidisch. Ja, ihr müsst mal auf ihn achten. Das war cooler, glaube ich. Er ist richtig angefressen. Er ist richtig mad. Kaum wundern, wenn Lord Voldemort sich bald bei dir meldet und fragt, ob dein Hinterkopf noch frei ist. Runde über meine Glatze, das wird jedes Mal gesagt und das finde ich voll schade. Und dann komm du einfach nächste Mal mit Haare an. So krass. Nico Liebe. Ja, Mann, true story. Der offizielle Jarambo-Schirm, doch Jungs, Mädels, ihr dürft nicht lachen. Das ist kein Standardschirm. Mann, das ist modischer Gangster-Stuff. Bezogen mit todsicherem Teflon-Lack, der sogar standhält, wenn der Mond in der Ghetto kracht. Krasse Delivery. Hat er wirklich einen scheiß Regenschirm ausgebracht? Saß Jarambo wirklich zu Hause und dachte, boah, ich bringe einen verdammten Regenschirm in der AK raus? Seite ist auch beliebt bei den Ladies. Ey, das Ding fühlt sich so soft an wie die Stirn eines Babys, weil sein Stoff passt so dünn wie der Bizeps von Mayfield. Seit ich den Schirm hab, knall ich alles weg und dafür vielen lieben Dank. Und auf deine Runde bin ich jetzt übergespannt. Ja, passt gut, passt gut. Jo, er sagt, schade, dass man... Fischer, die alte Legende. Kranke Line von Nidal, kranke Line jetzt. Bier nicht ficken kann, shit, das ist wirklich richtig krank. Denn du kannst das Bier nicht ficken, nein, das Bier fickt dich, du Punk. Boah. Tobi, guck dich doch mal an. Du bist auf dem besten Weg, verwahrlost in der Gosse zu sterben. Denn deine Freunde sind zwar alles Lappen, doch helfen dir nicht dabei, trocken zu werden. Die Line finde ich so krass underrated. So, also so eine böse Punchline, so krank. Sehr underrated Line. Und noch einmal, der Rap am Mittwoch. Zum allerletzten Mal wähle ich dieses Ende, da ich es ab jetzt nicht mehr brauche. Mann, ich hab's euch allen gezeigt, ich seh's live in den Augen von tausend. Respekt kann man nur verdienen und nicht kaufen. Gestartet als Letzter, ich stand knietief in Jauche. Heute die Eins und meine Message nach draußen. Ich flieg wie ein Schmetterling, doch bleib im Herzen die Raupe. Ich hab dich gefickt, ihr seht's an seinem Blick. Also halt weiter schön brav die Schnauze. Und jetzt gib mir mein Gürtel, mach dein Auto warm und dann fahr mich nach Hause. Hier ist das Ende von der Runde. Das. Visage. Als ich ihr das erste Mal ins Gesicht gesehen habe, konnte ich Wochen nicht schlafen. Ey, weil sie jeden anwidert. Sobald man sie ins Gesicht ansieht, man. Als Nemo sie gesehen hat, ging er nach Hause und schrieb dann den Song Papa, ich schwör nie wieder. Ja, weiß ich nicht. Da bin ich so, also auch nicht obvious die Line, aber... Zusammenhang, der Bezug verwaschen, als würdest du selber noch ein scheiß Bettnässer sein. Und ich habe immer das Gefühl, in den Runden stirbt etwas noch, bevor es rauskommt. Da könnte ich ja glatt wieder das Abtreibungs-Team aus dem Battle gegen Eckert recyceln. Halt dir mal die Ohren zu. Alles gut. Aber keine Sorge, Leute. Ich rap jetzt nicht andauernd von Abtreibung. Aber die Referenz hat hier perfekt gepasst, denn ihn zu battlen war auch eine sogenannte... aus dem Bauch heraus Entscheidung. Als Vorbereitung muss ich ja wieder... Oh ja, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist so krank. Es ist jetzt so simpel, es ist so simpel, aber es ist so ein Arschfick, es ist so ein brutaler Flick. Ich will ein paar Battles von dir schauen und jeder, der mich und meine Arbeit kennt, weiß... Wollen wir hier so schauen, damit sie jetzt irgendwie rein so hingezweckt. Als Vorbereitung muss ich ja wieder ein paar Battles von dir schauen und jeder, der mich und meine Arbeit kennt, weiß, ich schaue gerne mal genau hin. Was mir da auffiel, das konnte ich kaum glauben und brachte selbst mich zum Staunen. Digga, bin ich echt der Erste, dem auffällt, dass du aussiehst wie ein Daumen?
er noch den Daumen da reinhält. Also, ich sag eigentlich, das ist eine der witzigsten Lines, die ich glaube, ich habe mir fast alles reingezogen. Eine der witzigsten Lines, die ich je gehört habe. Das ist so krank. Die ist so simpel, aber die puncht so brutal. Da kann man leicht aussehen wie ein Daumen. Auch komm auf Sending an. Nochmal. Noch einmal reinziehen. Das ist so eine krasse Line. Ich werde jetzt von dir schauen und jeder, der mich und meine Arbeit kennt, weiß, ich schaue gerne mal genau hin. Was mir da auffiel, das konnte ich kaum glauben und brachte selbst mich zum Staunen. Guck mal her, noch schmunzelt er und freut sich, bis er das gleich hört. Und dann realisiert er ja auch, wie sehr die Line puncht, weil es irgendwie stimmt. Digga, bin ich echt der Erste, dem auffällt, dass du aussiehst wie ein Daumen? Dein Hauptangriffspunkt gegen MC Goyner in den 3 Runden war, dass er fett ist. Wie müde ist das? Junge, du pseudo-wütender Spaß. Kein Wunder, dass deine Analyse nicht klappt. Du bist ein 19-jähriger Goldkettenträger aus einer behüteten Stadt. Du hast die letzten 2 Jahre Clubfotos mit Wodkaflaschen gemacht. Der Gutmensch, der auch von Mülltrennung rappt, ne? Was nicht? Real Talk. Ey, was ne Scheiße, Dog. Denn wenn du wirklich Mülltrennung betreiben willst, geh zu Rheinberg Nord. Ja, da ist es. Ja, da ist es da nicht ganz so leicht, sich ficken zu lassen. Der ist so ein krasser Öko-Umwelttyp, der isst nicht mal Katzen. Ja. Ja, gib's ruhig zu, Tau. Nach einer Line von mir bist du leicht verwirrt. Und wenn ich sag, ich schmeiß mich weg, willst du wissen, wo ich mich einsortiere? Insta-Story mit Bumerang-Filter. Junge, du bist das Einzige, was Charambo süßer findet als Ultraschallbilder. In the stand, wenn ich komme, schlägt die Kirchenuhr 3x6, denn meine Texte klingen, als hätte geiler Sex. Geilen Sex mit geilem Sex. Junge, ich versuche mich in meinem Leben durch jeden Tag durchzuboxen. Und das hier ist Tim. Seine Welt ist heile, weil sein Vater kauft die Markenklamotten. Und jetzt steht dieser 19-jährige Pisser da und ich frage mich nur, was will er denn von mir? Dicker, du kannst froh sein, wenn ich deinem Vater nicht vor seinen BMW springe und die scheiß Versicherung kassiere. Was für mehr Fame, willst du mich verarschen? Du hattest einfach nur großen Sch. Ich finde, Lyrico hat so eine krasse Stimme, ne? Tschüss, du weißt ganz genau, wer Yoshi ist. Bitch, I'm the boss in this. Weil diese Fotze mittlerweile mehr grünes kifft als Popeye frisst. Glaub ich, haben das ganze Ort in Splits plus seine leicht kognitiven Störungen langsam wirklich seinen Kopf gefickt. Junge, du wolltest nicht, aber kriegst als Gegner trotzdem mich. Denn der Lyriminati-Lobbyist hatte dich die ganze Zeit in der Hand und führte dich aufs Glatteis, als wärst du sein Hockeystick, Bitch. Oh. Die krasse Stimme, safe. Mehr Fame, Leute wissen, ich bring Intelligenz und dope Skills manifestiert in Wort und Schrift. Du bringst höchstens das Niveau eines hohlen Witzes in einem grob gekritzelten Comicstrip. Junge, ich bin die hochequipte SSD-Festplatte des Battle Rap. Du höchstens die hängen gebliebene, schlecht kopierte, endlos verwirrte Floppy-Disk. Zu ficken? Aber wenn die Bitch schon an meiner Haustür klingelt, um sich bumsen zu lassen, dann ist Loch gleich Loch und ich sehe drüber hinweg, dass die dick ist. Eben über die Schlampe drüber gerutscht und mit deiner Primatenfresse die Bühne geputzt. Du Netzattentäter, du Rap-Wasserträger. Ja, ich hab gegen Mike verloren. Deine Mutter hat dich zur Welt gebracht. Ey, Menschen machen Fehler. Du denkst wirklich, du kriegst hier heute den goldenen Preis und eine Holde Mai? Ich sag heute nein, denn du trägst eine Brille, obwohl in deinem Leben nie die Sonne scheint. Hinter deinem Stolz steht Leid, Groll und Neid. Du wolltest eine Rolle sein, doch hörst hier alle Leute schreien, zieh endlich diese Brille ab, denn was zum Teufel soll der Scheiß? Ich feier Brian schon, aber er overreactet manchmal so krass. Und ein Sorry vorweg an jeden Pazifist. Boah. Digga, dass man ihn das gedroppt hat, er ist krank. Ich krieg gefühlt alle allein schon, aber egal. Ich gucke mir trotzdem gerne an. Kann man sich immer reinziehen. Für den makaberen und Boah, das wird jetzt böse. Schwarzen Shit, der den Versager ins Nirvana schickt.
Und glaub nicht, ich bring zum Battle Gnade mit. Ich geb den harten Tritt oder schlage dich mit einer geraden Bitch, so dass deine Nase bricht. Und falls mein Haken in deinem Arschgesicht ins Schwarze trifft, schickt er dich, wenn du nicht allabendlich auf dem Straßenstrich am Blasen bist, dahin, wo dein Vater schon seit Jahren ist. Guck mal auch an, wie Merlin erstmal seine Reaktion auscheckt. Das ist schon gottlos. Ich komm mit D'Artagnan und Aramis. 3 Tage dich total bekifft auf Cannabis. Mr. Miyagi-Shit, gib den Kranich-Kick wie Karate-Kick, der macht, dass du deinem Vater triffst. Yeah. Im Jenseits angekommen, siehst du ihn alleine in der Ecke liegen vor seinem 10. Tequila. Fängst an zu weinen, wirst gekitzelt von deinen eigenen Tränen am Kiefer. Rennst mit ausgestreckten Armen auf ihn zu, sagst, endlich sehe ich dich wieder. Und kurz bevor du seine offenen Arme erreichst, belebe ich dich wieder. Nein, das ist schon wahnsinnig cool. Ja, Mann, Alter, seine Kopftuchmutter ist echt der übelste Stalker. Ja, oben Mekka, unten Mallorca, Alter. Jaramo gibt da gar keine Fucks, ne? Und ich erzähl keine Scheiße, die spreizt die Beine. Ich finger sie an deinem Geburtstag, geh zu deinem Kuchen, pack da rein und sag meine Keime. Letzten halben Jahr war ich mit so einer fucking Gang unterwegs, als wäre ich so ein fucking Gangster. Und ich meine nicht so Hänger, die man von der Straße kennt. Ich meine richtig fucking Gangster, die hier und da nicht nur kleine Dinger gedreht haben und die nie jemand gecasht hat. Bis zu diesem einen Tag, an dem sich schließlich alles ändert. Denn unterwandert von Snitches ging plötzlich immer mehr schief. Ey, und nur aus Loyalität zur Fam bin ich da drinnen geblieben. Ey, es wird zu weit gehen, hier Details vom ganzen Elend zu droppen. Aber am Ende hat es meinem besten Freund das Leben gekostet. Ja. Deswegen hatte ich für diesen Rap-Scheiß hier nicht viel Zeit. Denn ich habe jetzt eine Fam daheim, die schwer verzeiht und der ich mich erst beweisen muss, indem ich Verlässlichkeit und Stärke zeig. Gut, top. Aber jetzt bin ich durch mit Red Dead Redemption 2. Das ist krass. Ganz traurig. Ganz krass. In Kontakt waren, war ja, weil du mal einen Post auf Facebook gemacht hast, dass du theoretisch mal Bock hättest, so ein Battle zu machen. Also ja, so ein A Cappella-Battle. Und hast dann so ein paar Names gedroppt. Also und auch so gesagt mit Schiefgebrüll im Hintergrund von mir aus. Ja, definitiv. Was waren das denn so für Namen, die du da so im Kopf hattest? Ich glaube, ja gut, das war zu einer Zeit, da hatte ich gerade mein Album rausgebracht und das ist natürlich wieder durch die Decke gegangen wie Feuerwehrmänner. Wie fast jedes Album. Ja, aber da war natürlich wieder dann das Selbstbewusstsein meinem Boss wieder natürlich aufgetankt frisch. Ne? Und da hat er natürlich wieder weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, perfekt, ist durch. Also ich sag ehrlich, obvious, freue mich, wenn das auch hier bei YouTube gut ankommt. Ich feiere das einfach. Ich feiere das und ich mach's weiter. Es macht mir so Spaß, mir das anzugucken. So, so geil. Ja, das Liebe da. Würde mich sehr freuen. Kanal abonnieren. Bis zur nächsten Reaction. Kuss.